Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Wir haben hier das neue Dust 2 Remake am Stissel. Was hat er da hinten auf jemanden geschossen? Das hoffe ich jetzt erst. War da jemand gestanden? Ah, doch, ja, da. Ich wollte mit der Maus eben hingehen. Da stand ja jemand. Oh, hey, dude. Mit dem Revolver. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Cheater, der mit einem Revolver am Cheaten ist. Jetzt bin ich gespannt, ob er damit irgendwas geregelt bekommt. Oh, es ist sogar ein Ember Fade, habe ich eben gar nicht gesehen bei diesem komischen Schummerlicht hier. Die neue Map ist am Start. Ihr wisst ja, seit ungefähr 14 Tagen ist sie da, beziehungsweise je nachdem wann das Video kommt, vielleicht auch erst eine Woche. Ich habe jetzt bald solche Mobile Games geplant und da will ich gerade für die ganzen Leute, die so, ich weiß auch nicht so richtig nachdenken können und bei ein, zwei Videos sofort sagen, was hast du für immer mit Counter-Strike aufgehört und machst nur noch Mobile Games? Da will ich gerade so hinarbeiten, dass ich jeden Tag, wenn ein Mobile Game kommt, trotzdem irgendwas mit CSGO am Start habe, weil ihr euch ja sonst komplett einscheißt. Also ein paar von euch. Ist er da jetzt am, wartet mal, ich habe gerade gar nicht richtig geachtet. Wallhackt er da so ein bisschen? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Als der eine oben von Short runtergesprungen ist. Na, was mache ich denn die ganze Zeit langsam? Hat er da schon so ein bisschen pre-gamed oder war das alles cool? Na, wir gucken mal. Er ist oben auf Short. Und kommt jetzt langsam von Short gelaufen. Das ist nicht normal, dass er sich die ganze Zeit so bescheuert dreht. Also er guckt sich so um. Ja, und er war voll drauf. Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall einen Wallhack und vielleicht auch Aim-Unterstützung. Um nochmal kurz zurück zum Thema zu kommen. Warte mal. Guck mal da. Zurück zum Thema, natürlich mache ich nicht nur Mobile Games. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die drei, also ich habe da im Moment drei vorbereitet, ob die direkt hintereinander kommen werden. Das ist, ich glaube, ich habe sie erstmal auf Montag, Dienstag und Mittwoch gelegt. Das heißt, das hier sollte das erste Overwatch sein für... Wow, was für eine... für einen Kacknappel. Das soll dann am Montag kommen, dieses Overwatch. Mal gucken, ob es alles klappt. Da ich ja am Dach renovieren bin und Vorlesungen und hin und her, ist es schwierig, das im Moment gerade so getimed hinzubekommen. Aber ich sag euch einfach hier an der Stelle nochmal ganz freundlich, scheißt euch nicht ein. Also wirklich, macht euch da nicht direkt die Hosen voll und sagt, oh mein Gott, er hat was anderes gemacht und nicht das, was ich am liebsten gucke. What the fuck? Sondern genießt einfach mal diese Abwechslung, ja. Auch wenn es vielleicht eine Sache ist, die euch gar nicht so gut gefällt, also vom Spiel her oder vom, ich sag mal, Hintergrundgedöns. Im Vordergrund bin ja ich, das ist ja wichtig, also ich nehme an, für die meisten ist es wichtig, wie ich auf diese Situation in den Spielen zum Beispiel reagiere. Ja, also da ist doch der Wallhack am Stissel, Drecksack. Und das ist ja eigentlich bei allen Dingen so, egal was für ein Spiel ich spiele, ja. Also ich persönlich finde zum Beispiel Cuphead ultra nice. Also da kann ich richtig schön mit arbeiten, agieren, reagieren und so weiter und so fort. Oh. Oh, fuck. Er will ihn hier durch den Ding abknallen. Hat er auch noch Aim? Leute, mal so an der Stelle. Kurz mal eben in den Chat geschrieben. Hat er auch Aim? Ich kann zwar jetzt nicht live eure Antworten lesen. Aber genau diese Stellen... gucke ich mir dann meist im Nachhinein nochmal an. Also ich frage das ja im Video, ich schreibe mir das auf ein kleines Zettelchen, bei welcher Minute ich das gefragt habe und dann gucke ich wiederum, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Und wenn dann irgendwie 90% sagen, ja, der hat Aim, dann gucke ich mir die ganze Sache nochmal deutlich genauer an. Der Headshot, Man muss einfach bedenken, dass er durch seinen Wallhack halt auch einfach schon schön drauf sein kann natürlich, ne? Also er kann das Fadenkreuz schon passend an die richtige Stelle setzen und dann wirkt es vielleicht auch wie eine Aim-Unterstützung. Was für ein Sack. Das ist wirklich ein richtiger Drecksack. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da ein Aim drin ist. Eben hat er überhaupt nicht gewackelt, oder? Ich habe schon manchmal wirklich Sachen gesagt, die komplett konträr waren zu dem, was man gesehen hat. Ich habe ab und an schon gesagt, ja gut, da wackelt er ja nicht rum und dann sehe ich im Bearbeiten, dass er gewackelt hat. Weil ich einfach in dem Moment, obwohl ich das behaupte, doch woanders hinguck, auf was anderes achte und so weiter und so fort. Ich denke, alle Menschen, die Videos machen, beziehungsweise ja doch sowas schon mal gemacht haben, können das nachvollziehen. Man ist mit mehreren Bildschirmen am Start und guckt dann vielleicht doch mal woanders hin, obwohl man eigentlich natürlich bei einem Overwatch auf die Monitore schauen sollte, wo das Spiel stattfindet. Oder auf dem Monitor. Aber ja, ab und an passiert es einfach doch. Dann guckt man hoch aufs Aufnahme...
Tool hier von der Stimme und sieht, hä, ist das, passt das alles? Aber ja, alles ist in Ordnung und er hat auf jeden Fall Warlock und deswegen wird er auch gebannt. Ja, nochmal, ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt zu Ende gebracht? Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe schon öfter, dieser Kanal ist jetzt ja 5 Jahre alt, glaube ich, schon sehr oft die Hauptattraktion des Kanals gewechselt. Schon sehr, sehr oft, ja. Also dominierend waren bis jetzt, extrem dominierend waren bis jetzt Minecraft und Counter-Strike. Ich wüsste jetzt nicht auswendig, also gut, dann Borderlands 2 und Diablo 3. Das waren so die 4 großen Themen, die auf dem Kanal waren. Borderlands, Minecraft und Diablo waren mit Big Wallen zusammen. Und Counter-Strike habe ich alleine dann begonnen. COD habe ich auch eine gewisse Zeit einiges gemacht. Aber so, ja, ein Hauptcontent ist es halt eben. So waren es eben vor allem diese, ich glaube, 4, die ich eben genannt habe. Und man, so wie ihr auch erwachsen werdet oder eben dahin vegetiert auch dieser Kanal und natürlich auch ich als Person. Und ich probiere immer wieder gerne Sachen aus. Natürlich ist mir das da sehr wichtig, zu gucken, wie es bei euch so ankommt. Ja, ich will nichts machen, wo ihr halt sagt, wow, das ist ja total kacke. Du machst 10 Minuten Schwarzbildsimulator und sagst nichts dabei. Da würde ich, also solche Kritik, ne, alles cool und so. Aber ja, wenn da mal was anderes kommt, also nur weil der Inhalt vom Spiel her was anderes ist, aber ich dennoch nach wie vor so drauf bin und unterhalte, dann hätte ich, wenn ihr dann wirklich da Kritik habt, dann hätte ich da wirklich gerne Kritik, die, ja, so richtige Kritik eben, ne? Nicht irgendwie, das Spiel mag ich nicht oder so. Weil das hat nicht so viel mit dem Video zu tun. Es klingt jetzt natürlich sehr anmaßend, das einfach zu sagen, dass die Spiele, die im Hintergrund laufen, nicht so viel mit dem Video zu tun haben. Aber für mich unterscheiden sich die Spiele in der Form, wie sehr ich mit dem Spiel eben, also wie viel Spaß ich natürlich dabei habe, während ich es aufnehme. Weil wenn ich den Spaß von mir aus hochschrauben muss, also so ein bisschen den Spaß überzeichnet darstellen muss, dann ist es natürlich anstrengender. Und eben auch, wie die Spiele zu bearbeiten sind und zu spielen sind für mich selbst. Also während ich aufnehme, wie ich damit dann umgehen kann, wie ich unterhalten kann und so weiter und so fort. Das sind für mich die wichtigen Dinge. Der Inhalt ist da gar nicht so wichtig, sondern eher die Abläufe, die spielmechanischen Abläufe und so weiter und so fort. Natürlich ist es auch geil, wenn ich jetzt einfach irgendein Spiel spielen kann, wo die Story so wie bei Resident Evil so richtig hammermäßig ist und ich auch manchmal einfach die Gosch halten kann und mich selbst umhauen lassen kann von irgendwelchen Wendungen und so weiter. Aber ja, schlussendlich sind Spielmechaniken schon sehr wichtig für die Videos. So wie ich zum Beispiel schon oft gesagt habe, für diesen üblichen Kommentarstil, den ich bei den Overwatches oder eben vor allem auch gerade halt mit Facecam bei den Matchmakings gemacht habe, die übrigens jetzt auch langsam wieder anlaufen, keine Sorge, weil ich ja schon länger keins mehr gebracht habe. Diese Art der Kommentation, das ist ein richtiges Wort, ja, das kommt auf COD zum Beispiel, auf sehr schnelle Spiele, am besten. Einige sagen dann, COD gefällt mir nicht, aber da kann ich am besten theoretisch dieses Entertainment, Alter, wie der da rumkackt, der Kerl, dieses Entertainment durchziehen. Ja. Und die Sachen sind auch, oder zum Beispiel GTA mit Big Wallen. Also das ist natürlich on point. Ja klar, wenn dann jemand sagt, GTA gefällt mir nicht, dann mag es sein, dass ihm GTA, dass das Spiel nicht gefällt. Mir wird auch keine GTA Gameplay Videoreihe gefallen, wo einfach GTA läuft, weil ich GTA so an sich jetzt nicht prickelnd finde, aber das, was man daraus macht, ist ja das Große und Tolle. Und nicht, dass einfach das Medium an sich, das Spiel da ist. Und das ist der Punkt, der sehr wichtig ist. Ich überlege gerade, ob ich direkt noch irgendein Giveaway ankündigen kann, aber ich glaube nicht. Ich mache jetzt erstmal noch ein Case-Opening von Skin Baron. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verworren für euch. Ihr müsst halt gut zuhören. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.